Ohne Wasser ist Juraku verloren. Ach so, er schon wieder. Mein Gott. Wie, wo, warum taucht er immer so auf? Juraku ist eine für das Element Wasser verantwortliche Baumfee. Juraku braucht Wasser, um zu sprechen. Doruno, mit deinen eigenen Händen musst du den Flusslauf, der in Portia getrennt wurde, neu verbinden und Juraku retten. Ja, habe ich mir fast gedacht. Dann ist Juraku bestimmt auf deiner Seite und wird dir helfen. Portia ist ein Dorf, das ich mit Adler gerettet habe. Das Dorf kann zum Leben erweckt werden, wenn wir Adler finden. Im Eulenwald kannst du Adler finden. Du kannst den Wald durch dieses Portia-Tor betreten. Ja, habe ich mir fast gesagt. Eulenwald ist also das nächste Gebiet. Ich werde das Tor für dich öffnen. Hör zu, Doruno. Zuerst der Fluss. Rette Juraku, indem du den Flusslauf verbindest. Verstanden? Ja, ich werde das schon machen. So, dann öffnen wir mal das Tor. Es ist immer echt erschreckend, dass er immer irgendwie auftaucht. So. Wo geht's denn jetzt hier zurück? Da, in das Dunkle, ne? Ja. Man sieht ja kaum was. Also Eulenwald ist das nächste. Bestimmt mit ganz viel Pflanzen zu tun. Können wir wieder auf Normalgeschwindigkeit setzen. Und er hat das Tor geöffnet, sehr schön. Und dann schauen wir uns mal doch die ersten Ebenen mal an. Mal schauen, sind es diesmal mehr als 15 oder sind es immer nur 15? Eulenwald. Revier 1. Okay, das heißt nicht mehr Eben, sondern Revier hier. Sehr innovativ, muss man ja sagen. 8 Adler sind hier. Sehr schön. Okay. Sehr interessant. Also ich finde das schon genial gemacht. Samstag. Ernst? Oder Samstag? Samstag, nicht Samstag. Samstag, ernsthaft? Sehr witzig. So, ich würde sagen. Fackel, okay. Wir nehmen jetzt mal eine schwächere Waffe. Was hat er? Wind. Attribut hat er keine. Ausrüsten, denn ich will jetzt endlich mal die Waffe. Nee, doch Samstag. Ich möchte die Waffen jetzt mal pushen. Ich will wissen, wie es jetzt hier funktioniert mit diesem Status. Annie! Okay. Die ersten Dorfbewohner. Und noch eine Fackel. Fleischfressende Pflanze. Oh nein, sag mir nicht, dass es sind. Oh nö, da sind wieder diese Viecher, ne? Die Gift machen. Das ist deine Aufgabe. Okay. Geh kaputt. Schlagen die auch zu? Ich weiß es nämlich nicht. Glitzerstein. Ach, der Ausgangsschlüssel. Sehr schön. Gegenstand. Dran. Dann können wir erstmal hier Geschwindigkeit aufbauen. Und die erste Truhe in dem neuen Gebiet.
Dort haben wir direkt die Karte gefunden. Hervorragend. Und ein neuer Adler. Sehr schön. Fängt ja schon mal gut an. Wassermühle. Und der Freitag. Die ganzen Wochentage sind hier vertreten. Bisschen Gold. Und da haben wir den Zauberkristall. Dann haben wir hier den Samstag. Was? Geld gestohlen? Das ist ein Räuber. Okay. Klaut der mir hier Geld? Ich glaube es nicht. Gehen wir erstmal hier hinten hin. Auffrischen. Und den Adler aufsammeln. Alter Baron. Okay. Dann hier lang. Wen haben wir denn da? Der Donnerstag ist hier. Vergiftung. Und ich habe natürlich keine... Rote Beere? Hä? Rote Beere? Was ist denn jetzt los? Eulen sollten Glitzerzeug lieben, eher nicht. Manche Eulen mögen angeblich diese Frucht. Und natürlich habe ich jetzt alle meine Giftsachen verkauft. Natürlich. Donner. Dann nehmen wir eben kurz und heilen. Und müssen halt darauf bestehen, dass wir jetzt die Adler eben kurz einsammeln. Hau ab. Achso, die schlägt nicht zu, das ist gut. Und dann verschwinden wir am besten. Und ich werde mal dann in der Götterbisshöhle mal meine Waffen mal aufwerten. Und mal schauen, was so passiert. So, lass uns mal Mittwoch, lass mich mal in Ruhe. Und wer auch immer noch da ein Kamerad da drüben ist. Erde B. Ich muss hier rein. So. Die Kisten will ich eigentlich gesagt auch noch. Weil da kann Eulen-Eingang. Weil da kann ja alles Mögliche drin sein. Aber ich würde sagen, wir verschwinden. Ich weiß nicht, ob wir den Ausgangsschlüssel haben. Anscheinend willst du... Also brauche ich zwei. Ich verstehe es nicht. Ist okay. Ist okay. Ne, kurzzeitig verlassen. Lass uns mal den Aufbau mal anschauen. Sind zwar erst die ersten 8, aber ich muss ja gleich nochmal eben zurück zu Nullun, um mir ein paar Dinger zu kaufen. Alter Baron, Poachas Bürgermeister mit Löwenmaske, Wasserrad, Fackel, fröhliche alte Frau, dieselbe Maske wie Ro. Eingang für Meister Schnurrbart. Okay. Erde B anordnen. Boah, ist ziemlich groß, ne? Erde B. Da ist eine Treppe. Da kann man irgendwas drauf bauen. Definitiv. Keine Option. Ich glaube, da kann man Häuser drauf bauen. Oh ja, das wird wieder spaßig sein. Ja, hat wirklich eine erstaunliche Höhe.
Aber ich muss erstmal zurück. Gegengift kaufen. Achso, ich kann direkt in den Eulenwallen reingehen. Das ist gut. Dann gehen wir eben kurz zurück zum Dorf. Und gehen mal zu Old Gaffer. Und holen uns mal wieder mal hier Gegengift. Ja, passt. Ich hole am besten noch mal was. Obwohl, das war jetzt dumm. Seife wäre auch nicht mal, war ja auch mal gut. Wer weiß, ne? Klebrig, ihr kennt's. Und noch mal einmal dran zu Wappen. Ich denke mal, wir können irgendwann wieder mal später mehr tragen. Wo haben wir den Ausgang gehabt? Hier oben. Ich glaube, eine Ebene machen wir noch eben. Im Eulenwald. Und dann. Ja, und dann mal schauen. Sollte vielleicht wahrscheinlich auch reichen. 8 wieder. Okay. Im zweiten Revier. Interessant dargestellt, ey. Montag! Wie geht's dir, altes Haus? Weiß schon, dass dich einige hassen, ne? Und. Okay. So sieht das also aus. Und jetzt. Okay, aufpassen. Diesen Diebe. Ich kann nichts mehr tragen. Dann repariere ich einfach mal was. Oh, ja, shit. Mir fehlt Reparaturpulver. Rote Beere erhalten. Ich glaube, man muss beide Sachen finden, um rauszukommen. Würde ich mal so behaupten. So, jetzt aber. Das nächste. Ein Eimer. Okay. Der Dienstag. Guten Tag. Haus des Barons. Ah, sehr schön. Wehe, du machst irgendwas. Flieh, flieh. Was kannst du? Ich weiß es nicht. Ich will es ehrlich gesagt auch nicht wissen. Okay. Ein Pilz, der Sporen abwirft. Und ich bin vergiftet. Wer hätte das dann gedacht? Wäre ja schön gewesen, wenn es kein Gift gewesen wäre. Gut, dass ich Gegengift gekauft habe. Spitzkastanie. Was ist denn jetzt hier los? Gibt es hier mehrere Ausgangsschlüssel? Spitznüsse sind wohl Leibspeise der Eulen. Also das ist wohl. Okay, das ist wohl die 100% Chance, dass man weiterkommt. Ich verstehe. Also gibt es mehrere Items. Also, man muss ja schon sagen, die haben sich doch was einfallen lassen. Kakao. Das hört sich eher nach einem Charakternamen an, anscheinend als ein Getränk. Dienstag, was willst du? So, komm mal her. So. Oh, das war der falsche. Einmal kurz die Truhe öffnen. Ich kann mir nichts tragen. Nein. So. Öffnest du es mal?
Okay. Und da haben wir den Glitzerstein. Und jetzt haben wir die Taschen wieder voll. Wir trinken mal eben was. So, was haben wir hier Schickes drin? Ein Blitzstein, okay. So, ich will ja noch die Adler suchen, bevor wir irgendwas anderes machen. Ich könnte zwar abhauen, aber mir fehlt ja noch was. Kululu, okay. Nehmen wir das nächste Mal. Verrückte Namen gibt's hier schon. Eine Treppe, okay. Oh, oh. Ah, keine Königsmime. Wir haben noch einen Schatztruhenschlüssel, also öffnen wir sie damit. Bitte lasst da mal was Ordentliches drin sein. Jawohl, eine Knochenschleuder. Endlich mal eine neue Waffe für sie. Wurde auch mal Zeit, um ehrlich zu sein. Mal schauen. Ja, die ist stärker. Ausrüsten. Attribut hat sie noch keinen. Okay, das heißt, ich level erstmal die Waffen, bevor ich weitermache. Ich glaube, ich level erstmal die Waffen. Hier ist nichts, aber hier gibt es Wasser. Oh. Dann nehme ich. Ich wollte gerade rennen, aber muss ich sie erstmal auswählen. Also immer schön dran Feder dabei haben. Weil dann geht das hier rucki zucki. Eis. Jetzt schmerzt mehr was. Aber es ist okay. Okay. okay, das heißt. Auch da hinten war ein Thron, ne? Ah, hab ich gar nicht gesehen. Eben schnell zurückrennen. Weil da könnte nämlich was drin sein. Mein Gott. Oh, wow, das war knapp. Hier hinten ist auch noch einer. So. Dort haben wir die Karte. Was haben wir hier? Okay, ich war in der Wolke drin. Ein Flammenstein. Dann müsste hier eigentlich doch okay, hier ist schon mal der Zauberkristall. Das heißt, wir müssen tatsächlich auf der anderen Seite hin. Schön, dass die Drangfeder so effektiv ist, ey. Und ich dachte schon, es ist ein kontinuierlicher Gegenstand, den man die ganze Zeit benutzen kann. Aber nein, sie zerbricht. Leider. Stärketrank, okay. Immer noch ein Adler und da oben noch ein Adler, dann können wir eigentlich abhauen. Schild. Haben wir hier das den Gegenstand drin? Nein, Haltbarkeit. Dann muss es hier drin sein. Was ist das denn? Schnurrbartschlüssel. Gut, da haben wir ihn doch. So. Hier. Einmal den Schnurrbartschlüssel einsetzen. Und dann geht er auch auf. Schade, dass er nicht da dran ist. Das wäre sogar noch ein besseren Detail gewesen. Zimmer. Ansonsten war es das jetzt. Wir kurz planschen gehen. Und dann gehen wir raus. Würde ich mal sagen. So, Eule.
probiere jetzt einfach mal den Glitzerstein aus. Will er nicht? Dann die rote Beere. Die will er. Okay. Kurzzeitig verlassen. Wir können ja schon mal das Haus aufbauen. Würde ich mal so sagen. So. Nicht entfernen, sondern bauen. Da, das ist bestimmt... Ah, Kululu. Ruhiges Mädchen mit Weißfuchsmaske. Kakao. Möchte Spielmann sein. Schlechte Gesundheit. So. Da brauchen wir eine Fackel. Oder noch irgendwas. Hier oben kann ich nichts platzieren. Wo ist denn der Eingang eigentlich? Scheinbar die Treppe dazu sein. So, Wasserrad. Wassermühle. Braucht er Fluss. Okay, kann ich noch nicht hinbauen. Aber wir können schon mal das Rad dran montieren und das sieht aus wie eine Fackel, oder? Ich kann es nicht dran montieren. Ich weiß jetzt nicht. Wo dran? Nö. Egal, Haus des Barons. Stecken wir mal den Baron rein. Können die Fackel anbringen. Und das Schild. Mal schauen. Was hat sich getan? Ach, da oben das Schild. Und irgendwo muss die Fackel doch sein, ne? Gibt's hier irgendwie was? Nö. Dann gehen wir mal rein. Eben kurz mal eben Hallo sagen. Oder machen wir das beim nächsten Mal? Ich würde sagen, machen wir doch beim nächsten Mal. Ich sehe gerade, das passt wohl nicht in der Zeit mehr rein. Jetzt müsste ich überziehen und das möchte ich jetzt gerade nicht. Ja gut, Leute, wie es jetzt hier weitergeht, werden wir mal schauen. Ja, nochmal zur Erinnerung, schreibt mir bitte in den Kommentaren für die nächsten Charakteren. Wenn nichts kommt, wenn wirklich nichts kommt, werde ich die Standardnamen benutzen. Es liegt nur an euch, nicht an mir, weil ich muss auch aufnehmen. Ich kann nicht ewig warten, um ehrlich zu sein. Weil ich habe einen Uploadplan und den muss ich einhalten. Beziehungsweise, was heißt muss, möchte ich einhalten. Und da habe ich schon meine Tage für, wo ich aufnehme. Und es wäre schon sehr, sehr nett von euch, wenn ihr doch mir ein bisschen Unterstützung bietet. Gut, Leute, das war's mit Dark Clouds. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir eine positive Bewertung da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, bis dann!